Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die Puppen- und Teddymesse in Herzogenbosch in den Niederlanden. Und ich darf euch mit diesem Video einiges an Informationen zu dieser Messe übermitteln sozusagen. Ich habe tatsächlich sogar für euch noch eine richtig, richtig mega coole Aktion. Deswegen bleibt bitte bis zum Schluss bei diesem Video dran. Und ja, ich wünsche euch an dieser Stelle einfach ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Als allererstes der Hinweis, alle wichtigen Details, die ich euch jetzt hier in diesem Video über die Messe erzähle, findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit den trockenen Informationen, sage ich jetzt mal. Und zwar als allererstes natürlich, die Messe findet am 23. und 24. März 2019 statt. Und zwar in Herzogenbosch, das ist in den Niederlanden. Die genaue Adresse blende ich euch natürlich jetzt hier mal ein. Genauso auch wie die Öffnungszeiten. Achtet bitte darauf, dass die Öffnungszeiten etwas variieren. Am Samstag, den 23. März, hat die Messe schon um 10 Uhr geöffnet und schließt um 17 Uhr. Und am Sonntag, den 24. März, öffnet die Messe um 11 Uhr und schließt um 16 Uhr. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Für alle die, die mit dem Auto anreisen möchten, gibt es hinter den Hallen einen großen Parkplatz, auf dem ihr auch unbesorgt euer Auto abstellen könnt. Dieser Parkplatz wird halt auch im gesamten Verlauf der Messe durch Platzeinweiser sozusagen bewacht. Diese Parkplatzeinweiser sind natürlich auch für euch da, um euch auch den Weg zu weisen zu den entsprechenden Messehallen. Als ich im Oktober 2018 das erste Mal über diese Messe berichtet habe, war der damalige Stand, dass die Veranstalterin, die Frau Wolters, eine zweite Halle dazu mieten möchte, nur für den Bereich der Reborn-Babys. Im Laufe der letzten Monate hat sich das allerdings etwas geändert, denn die Frau Wolters hat sich dazu entschieden, eine entsprechend größere Halle anzumieten. Und wir haben dadurch jetzt eine viel, viel größere Messe. Und natürlich sind wir jetzt nicht so super separiert, sage ich jetzt mal. Frau Wolters hat eine Messehalle angemietet von einer Grundfläche von über 7000 Quadratmetern. Und diese Messehalle wird geteilt. In der Mitte der Halle gibt es ein Restaurant, das aufgebaut wird, damit ihr halt auch dort euch ja verpflegen könnt, wenn ihr möchtet, damit ihr euch halt auch mal ausruhen könnt, wenn ihr möchtet, oder halt euren Begleiter parken könnt. Ja, dieses Restaurant teilt die beiden Bereiche sozusagen ab. Der eine Bereich ist natürlich der Bereich, in dem sämtliche andere Themen behandelt werden, die natürlich auf dieser Messe mit dabei sein werden. Es wird antike Puppen dabei sein, es werden Teddys dabei sein, es werden Puppenhausminiaturen dabei sein. Also auch dieses Thema wird sehr, sehr groß sein. Es werden halt auch, soweit ich mitbekommen habe, einige Stoffbereiche sogar dabei sein. Also da kann man sich wirklich auch drauf freuen. Und ich glaube, dass halt auch für viele, die zwar hauptsächlich für die Reborns dahin kommen werden, auch diese Themen interessant sein werden. Ja, und der andere Bereich ist natürlich extra für uns, für die Reborns reserviert. Dort bekommt ihr natürlich alles rund um die Reborn-Babys. Es sind mittlerweile schon mehr als 25 deutsche Aussteller dort angemeldet. Darunter halt auch sehr viele namhafte Aussteller, die ihr definitiv halt auch aus vergangenen Messen wie Münster und Eschwege kennen werdet.
Ich werde euch mal versuchen, unten in der Infobox eine kleine Liste zusammenzustellen an Ausstellern. Es werden auch niederländische Aussteller da sein, es werden englische Aussteller da sein, es werden russische Aussteller da sein. Ja, es wird halt wirklich eine schöne internationale Messe sein. Unser Reborn-Bereich auf dieser Messe wird auch ein eigenes Motto bekommen. Und zwar das Motto Babyshower, also Babyparty. Ich persönlich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie auch die einzelnen Aussteller dieses Motto umsetzen werden. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das alles so sein wird. Nachdem ich im Oktober 2018 schon über diese Messe berichtet habe, bin ich ganz, 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 ganz oft gefragt worden, ob dort Kinderwagen erlaubt sind. Ja, Kinderwagen sind definitiv erlaubt. Die Veranstalterin Frau Wolters hat diesbezüglich auch extra mehr Platz eingeplant. Deswegen hat sie auch schon für die gesamte Messe eine größere Halle angemietet, einfach um halt auch diesen Punkt mit einbauen zu können und halt da auch auf uns Besuchern sozusagen eingehen zu können. Und ein kleiner Hinweis auch von Seiten der Aussteller, den ich euch jetzt hier weitergeben möchte. Achtet darauf, dass ihr mit euren Kinderwagen keinen Messestand, also keinen Ausstellerstand sozusagen blockiert. Wenn ihr merkt, ihr steht dort einfach zu lange, beachtet aber diesen Stand nicht, dann nehmt den Kinderwagen weg oder geht einfach ein Stück weiter. Wie gesagt, es ist halt absolut nicht böse gemeint, sondern es ist halt einfach nur ein Hinweis, weil wir dadurch halt natürlich auch allen zeigen können, dass wir Achtung, Respekt und Würde gegenüber den Ausstellern haben, gegenüber der Veranstalterin haben, aber auch gegenüber allen, die dort halt auch Besucher sind und natürlich halt auch entsprechend an den Ständen herantreten möchten, um halt dort zu schauen, was dort angeboten wird. Das dazu, ich glaube, das war die, die am meisten gestellteste Frage. Kommen wir jetzt zu den Eintrittspreisen. Dieses Thema habe ich nämlich sehr geschickt in den letzten Minuten umgangen, denn ich habe für euch eine wirklich mega Überraschung. Vielleicht sind dem einen oder anderen die Eintrittspreise schon bekannt, aber für euch gibt es Sonderpreise. Dank der lieben Veranstalterin Frau Wolters darf ich euch nämlich ab jetzt einen Gutschein überreichen für ermäßigten Eintritt. Tatsächlich. Ihr bezahlt mit diesem Gutschein tatsächlich nur noch 6 Euro pro Person pro Tag und für ein Wochenendticket zahlt ihr nur noch 10 Euro pro Person. Ihr könnt mich gerne anschreiben per E-Mail oder über Instagram oder über Facebook per Direktnachricht. Dann schicke ich euch gerne diesen Gutschein per JPEG, also Bilddatei, zu. Oder aber wahlweise auch per PDF-Datei, also Dokumentdatei, zu. Dann könnt ihr den halt, problemlos halt auch ausdrucken. Vielleicht als kleiner Tipp von mir, macht euch einen separaten Ordner auf eurem Handy, wo ihr vielleicht genau diese Bilddatei dann abspeichert. Und dann habt ihr die sofort abrufbereit, wenn ihr dann auf der Messe dann an den Kassen steht. Oder aber wer es ganz klassisch möchte, der kann natürlich auch diesen Gutschein ausdrucken und dann in Papierformat an der Kasse vorlegen. Auch das ist natürlich möglich. Dann bekommt ihr natürlich automatisch den günstigeren Eintrittspreis. Ab jetzt wird dieser Gutschein natürlich auch auf all meinen sozialen Netzwerkseiten zu finden sein. Dort könnt ihr den natürlich auch runterladen, wenn ihr möchtet. Für die, die jetzt kein Instagram und Facebook haben, ihr könnt ihn gerne auch bei mir persönlich erwerben. Einfach mich per E-Mail anschreiben. Es wird bestimmt auch Lösungen geben für die, die gerne diesen Gutschein in Papierformat haben möchten, aber keinen Drucker haben und ähnliches. Auch da werde ich
euch gerne behilflich sein, eine Lösung zu finden. Ja, das ist so diese Hammeraktion, die ich euch jetzt raushauen darf. Und ich weiß das ja jetzt schon etwas länger als ihr. Und ja, ich bin einfach total, ich finde es toll. Einfach richtig, richtig toll. Und jetzt freut man sich natürlich noch mehr auf die Messe. Ich freue mich auch ganz, ganz besonders darauf, vielleicht auch viele neue Gesichter kennenlernen zu dürfen, vielleicht auch viele liebgewonnene Gesichter wiederzusehen. Gemeinsam können wir diese Messe definitiv unterstützen und ich finde, allein jetzt schon hat die Messe es mehr als verdient, dass wir sie unterstützen. Ich kann euch leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht versprechen, dass es ein gesondertes Reborn-Treffen geben wird auf dieser Messe. Ich selbst muss das erstmal mit der Veranstalterin selber besprechen, zumal meiner Meinung nach auch die Veranstalterin sich ganz, ganz viel Mühe gibt, gerade auch um uns Reborn-Mamis, um uns Reborn-Sammlerinnen wirklich halt auch ja, eine schöne Messe zu bieten. Und deswegen weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob es ein entsprechendes Treffen geben wird. Das werde ich euch dann definitiv noch gesondert mitteilen, sobald da ja was organisiert ist. Das war jetzt mein Informationsvideo rund um die Messe in Herzogenbosch. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie ihr diese Aktion findet. Ich hoffe, ich habe keine wichtigen Details vergessen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt zu der Messe. Die beantworte ich euch dann ganz gerne auch in den Kommentaren noch. Ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns definitiv beim nächsten Video wieder. Tschüss!